mir diese süßen Minicomputer. Da ist bestimmt was Wichtiges zum Lesen drauf. Kommandanten, alle Gegner, denen du begegnest, können Alarm schlagen. Wenn sich unter ihnen ein Kommandant oder Kampfkommandant befindet, wenn der Alarm ausgelöst wird, ist die Verstärkungsstufe höher. Nachdem du die Kommandanten ausgeschaltet hast, sinkt die Verstärkungsstufe wieder auf ihr normales Level. Schalte Kommandanten daher immer zuerst auf, wenn du sie erspielst. Ja, das ist genau. Es ist genau die gleichen Funktionen wie im normalen Wolfenstein auch. Also, die Kommandanten zuerst. Das war schon damals der Fall. Dass es halt immer noch so ist. Da bin ich jetzt auch weniger. Nur mit dem Level. Es gibt dort Leveling, das gab es damals noch nicht, aber. Das ging ins Herz. Bin mal sehr, sehr gespannt, wie jetzt auch mit dem Stealthen noch wird. Hast du General Winklers neue Motorrüstung gesehen? Wieso bekommen wir solche Dinge nicht? Dann könnte uns nichts mehr aufhalten. Weißt du überhaupt, was diese Rüstungen kosten? Scheiße. Nein. Scheiße. Ah, das hat mir nicht geklappt, ne? Oh. Gut. Geht's? Ah, okay. Geht's kann man auch aktivieren, finde ich gut. Okay. Ach so, dann kann ich so Boni. Geil. Okay, ich weiß allerdings nicht, ich konnte auch keinen Schwierigkeitsgrad auswählen, wie in normalen Wolfenstein teilen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es hier so einen normalen Schwierigkeitsgrad hat. Hey, ich schulde dir was, Schwester. Nambok. Geht das? Achso, kann ich mal lesen. Oh Gott, das sollte ich mir jetzt eigentlich gleich machen wollen. Kein Leben mehr. Ah, geil, bin Stufe 2. Nicht gut. Weiß nicht, was mehr bewertet wird, ob das. Hinter uns! Ach du, hinter uns! Gesehen, scheiße. Du meckerst warum? Bist du blöd, ein abgestorbener Schwan, aber rennst hier weiter rein. So, jetzt sind wir ja fertig. Du dich jetzt eigentlich wieder auf oder? Nochmal hier. Achso, ist kein okay. Eine Munition auf jeden Fall wichtig. Ja, nein, ich schaff das nicht allein, Jeff. In Ordnung, Jess. Ich habe auch manchmal Angst. Also, ich versichere dir, dass keiner jemals weniger ängstlich aussah als ich. Finde ich halt nur eben so geil, Powersprung. Drücke die Leertaste und dann Leertaste, wenn du in der Luft bist, um einen Powersprung durchzuführen. Mit der Motorsteuerung kannst du dir einen Powersprung ausführen, um in höher gelegene Bereiche vorzudringen. Hat die viel getan. General Winkler! Was? Diese Mädchen werden langsam wirklich lästig. Haltet sie auf, bevor ich es selbst machen muss. Winkler, Ende! Ah, so!
Aha. Aber ich finde das halt irgendwie schon cool. Es hat irgendwie aber was, ne? Die beiden Schwestern. Mein gut. Ist der Adler aus Berlin heute an Bord? Winkler? Ja, so. Ich will ihn fragen, ob ich morgen freigekommen bin. Nö, kriegst du nicht. Weil beim Messerwurf. Drücke mittlere Maustaste, um Nahkampfwaffen zu werfen. Im vom Nazi kontrollierten Neu-Paris lassen sich viele nützliche Waffen finden, darunter Nahkampfwaffen. Um Gegner lautlos aus der Entfernung zu töten. Diese Waffen können nicht geworfen werden, wenn du zu einem anderen Ziel stehst. Stattdessen greifst du einem Nahkampf an. Okay, wieso wird das jetzt, von Nazi? Ich dachte, die heißen jetzt hier, irgendwie bitte? Was wollten Sie mir gerade irgendwas mitteilen? Ich habe leider schlechte Ohren. Was haben Sie gesagt? So. Also jetzt haben wir eben, aber ihr mietet ist noch Regime, okay. Es kann natürlich auch gut sein, weil ich glaube zum Zeitpunkt der Entwicklung war es ja halt noch nicht sicher, darf man Nazi sagen im Spiel. Das durfte man damals ja nicht. Durch irgendwie eine Neuprüfung, darf man das jetzt wohl? Da gesprochen. Das sage ich nicht, Soph. Warum gehst du nicht irgendwann selbst mit ihm jagen? Ich jage nur Nazis, Jess. Keine Tiere. Ja. Oh ja, ich jag nur Nazis. Ich jag nur. Ist ja auch nun so ein Freizeitsport, ne? Er kennt sich, den berühmten Freizeitsport Nazis jagen. Lebt man schön ab. Und meine ganz ehrlich, auch wir von Nazis beschossen worden hier in Wolfenstein. Hier oben. Man nimmt ab. Das könnt ihr mir glauben. Okay. Wir sind kaputt. Hallo, es geht kaputt. Natürlich geht es kaputt. Kann ich mir jetzt am Visier kaufen mal? Oder? Warte, was ich weiß, was ich mir kaufen will. Nee, ich weiß, was ich mir kaufen will. Waffen? Nahkampf nicht. Pistole? Gibt's mir. Jung. Ein Schalldämpfer. Auf jeden. Aufwerten. Ich habe einen Schalldämpfer, Leute. Geil. Ey, das ist aber geil. Das System mag ich. Ich kann es ehrlich sagen. Ein cooles System. Ich meine, man kann nämlich auch viel taktischer vorgehen. Man muss sich durchgehend so rumballern, aber da bin ich leider ein bisschen zu blöd zu. Da bin ich ja mal ehrlich. Nee, habe ich einfach nicht hinbekommen. Das Teil ist ein bisschen. Praktisch wollen wir jetzt hier rein. Den gleich ein bisschen vom Schuss ab, oder? Ah, warte. Ah, okay, cool. Wir werden mal ein bisschen Position bekommen. Tagebuch. Das Tagebuch enthält Mission, Charakter, Waffen, Tutorials und Sammelbares. Öffne das Tagebuch, wenn du eine neue Mission aktivieren, alte Informationen, aktuelles Ziel erhalten, Münzen, Fähigkeitspunkte ausgeben, sowie Sammelbares und wichtige Tutorial-Informationen ansehen möchtest. Das weiß ich doch schon längst. Ja. Wir dürfen nur die Muni verschwenden, wisst ihr? Aber es mit dem Jump-Pad hat was. Also so rum zu jumpen. Na gut. Konnte man das auch schon im Wolfenstein 2? Weiß ich nicht. Oh. Ich glaube eher, mein Kumpel, du stoppst. Taschenlampe. Drücke F, wenn du deine Taschenlampe auszurüsten. Wenn du F geht ausgerüstet bist, drücke F, um sie an. Und beziehungsweise auszuschalten. Manchmal kommst du in dunkle Bereiche, in deine Taschenlampe nützlich ist. Wenn du deine Taschenlampe ausrüstest, bist du automatisch eine Waffe in die rechte Hand. Oh. Das ist ja auch mal geil. Oh Gott, ich brauche jetzt. Oh Gott. Ah, das ist ja aber auch mal. Aber da muss man auch mal sagen, das ist aber auch cool gemacht. Ja.
Weiß nicht, wie weit man hier stürzen darf. Okay. Ach ja. Gegnerische Barriere. Einige Gegner haben Schutzbarrieren, die zerstört werden müssen. Ach so, das wissen wir doch schon. Wieso kommen die damit jetzt erst an? Hatten wir doch schon alles jetzt schon mal durchgekaut. Gehen wir davon aus, dass dieser Frontalweg, da gehen wir mal nicht lang. Komm mal her, komm mal mit, Sof. Mit Schalldämpfer. Immer noch maximal leben. Oh, das Gehirn ist weg. Jetzt schau dir das mal an. Was? Frage ist, von wo kommt er? Das ist natürlich ziemlich geil und das Stealth ist ja genau meins, ne? Alles gut. Und dann. Ja, alles gut. Das ist aber. Aber komm, hier, wie nennt man das denn? Die Kulissen, die sie hier eingebaut haben, schon echt geil. Also das ist schon echt cool gemacht. So. Was denn? Hängen Leute nicht schießen. Oh. Oh. Guten Tag. Oh, kann ich helfen. Oh. Ja, geh mal aus der Schusslinie. Das bringt die Idee. Ich bin die Beste. Ich bin die beste Schwester, die es gibt. Da ist noch keiner. Ha! Zack! Ein Knall gekillt. Ja, treffen ist gut. Oh Gott. Aua! Wow! Was? Bitte was? What the fuck? Hallo? Ich bin getroffen, Schwester! Kannst du mir helfen? Ach, du Elend. Okay. Was? Ja! Ich bin getroffen, Jess! Kann hier etwas Hilfe gebrauchen? Bin wieder im Geschäft. Keine Muni, ja. Sind wieder dabei. Hallo?
Hör mal auf mich zu schießen, Alter. Das sind eben. Ach du Elend. Gott, das sind. Das war eben richtig brutal. Das lag bestimmt auch daran. Jetzt haben wir noch ein Leben. Was? Oh, Alter. War eben schon ein bisschen fies, ne? Warte mal. Ja, komm her. Ach du Scheiße, war das eben krass. Ach du Kacke. Also er merkt ja schon, das Spiel funktioniert anders. Abgefahren. Ich schaff das nicht allein. Pack mal mit an. Gott. Achtung, Mädels. Ich habe gerade eben erfahren, dass der General eine neue Sorte von Motorrüstungen testet. Seid also vorsichtig, ja? Natürlich, Abby. Hey, ich brauche deine Hilfe, Schwester. Mal gucken, also krass, es ist schon echt krass gerade. Du bist krass. Jawohl. Okay, schicken wir dem Regime eine Botschaft. Schicken wir diesen General in den Arsch. Na, ganz toll. Ja, ich bin wieder, what the fuck? Wird ein Blutarzt, ich will noch der Gegner. Er hat einen Totenkopf, aus irgendwelchen Gründen. Euch kleine Vögelchen verspeise ich zum Abendessen. Ja! Danke. Gut. Ach du Scheiße. Nicht gut feiere ich. Ne, feiere ich so gar nicht. Ey, die ist ja richtige Bossgegner. Ha. Scheiße. Der ist ja richtig brutal. Wenn er seine Rüstung aufgeben würde. Danke. Danke, Schwester. Ja. Ja, okay, das war jetzt. Oh Gott. Das war ich, das ist wichtig. Oh, du Scheiße. Das ist mir. Danke, danke, danke. Ah, Scheiße. Das ist jetzt richtig kacke gerade. Ah, wir haben ihn. Bisschen schon. Wir sind hier nur langsam ranarbeiten. Also es gibt ja auch Bossgegner. Oh, okay. Der war ganz schön. Aber ganz ehrlich, der noch schwerer. Was? Alter, Bossgegner, ich bin glücklich. Wir sind weg. Die scheiß Nazis müssen weg. Nein! Wo ist er? Der war Nazi. Genau den. Sind diese Schweine.
Gott. Die helfen dir nicht, die schaden dir eher. Ja, der frisst so viel. Endet euer kleines Abenteuer! Nee. Wir müssen nur standhaft bleiben. Andere Position, der hat noch mehr geschickt. Ja, wir bleiben aber hier. Ist okay. Wir bleiben einfach hier. Wir sind aber jetzt wir sind einfach. Ja, dann nicht mehr, der hat nicht mehr geschickt. Warte von allen Bildern. Ja, wir müssen uns jetzt langsam an den Rand tasten. Der ist unfassbar krass. Den kann man wirklich nur mit. Jetzt gehst du nochmal hier. Wirklich. Gut. Gut, er ist schon down, ein bisschen downer. Aber, oh, das ist aber krass gemacht. Das ist aber cool gemacht. Also muss ich sagen, ich mach das irgendwie voll. Also, ist zwar extrem schwer, ist jetzt auch einfacher, wenn man selbst weit spielt. Aber ist auf jeden Fall. Oh Gott, nein, wirklich, ich auch. Du hast auch gerade die Liste. Oh geil! Die kommt mir sogar entgegen. Es ist richtig gut gemacht. Aber von der KI her bin ich sehr begeistert. Weil das ist also auch ein bisschen meine Angst von dem Spiel, aber finde ich richtig gut, dass sie auch wirklich Hand in Hand mitarbeitet. Also das macht schon richtig Bock. Na gut, mal, dass ich nochmal im Koop immer durchzocken werde. Der Pixel hat weg, oder? Versuch die mal. Ja, Min. Oh, ich retten? Okay, okay, ich laufe wieder weg. Findest du? Danke. Alter. Wolfenstein Youngblood. Eine Woche vor einer Woche. Lasst ihr uns kurz. Ach, Kinder. Hey, was ist das, Abby? Ein Abhörgerät. Sieht aus wie aus Arthur und Kenneth. Hast du das gebaut? Ja, wir sind Arthur und Kenneth. Hast du etwa nicht die geheimen Abenteuer von Arthur Pennington und Kenneth von Holzhauser gelesen? Lebst du hinterm Mond oder was? Da, nimm! Mir fehlt die Zeit zum Lesen. Also Arthur und Kenneth sind Superspione, okay? Und sie Nein, erleben... Schluss jetzt! Hör zu. Ich habe den Mädchen angesehen, dass sie sich Sorgen gemacht haben, auch wenn sie nichts gesagt haben. Dass er mal fort ist, ist keine Seltenheit. Aber nicht so. Keine Anrufe. Keine Briefe. Ich habe überall nach ihm gesucht. Er ist einfach verschwunden. Nun, laut meinen Agenten hat er das Land vor etwa 4 Wochen unter falschem Namen verlassen. Seitdem gibt's keine Spur mehr von ihm. Anja, ist dir in letzter Zeit irgendwas an ihm aufgefallen? Nein. Weiß nicht. Depressiv, vielleicht. Manchmal spricht er den ganzen Tag nicht.
wie in der Klinik damals. Du kennst ihn ja. Ständig am Grübeln. Ja. Ich kann nicht nach ihm suchen, Grace. Ich muss hier bleiben und mich um die Mädchen kümmern. Du bist die Chefin des FBI. Kannst du denn gar nichts tun? Hör zu. Glaub mir, Mädchen. Wenn einer der Agenten etwas tun könnte, wäre ich sofort dabei. Aber weißt du, was das Problem ist? Er will nicht gefunden werden, Anya. Und wenn dieser Bastard BJ Blazkowicz nicht gefunden werden will, dann wird ihn auch keiner auf diesem verdammten Planeten finden. Ja. Scheiße. Ich weiß. So ein Dreck. Sie werden nicht nach ihm suchen. Das ist so typisch. Waschlappen. Oh, hey, wir müssen was tun. Was würden Arthur und Kenneth tun? Das sind Figuren aus einer Geschichte, Jess. Ich weiß, du blöde Kuh. Ich denk nur laut nach. Ich empfange was von da oben. Aber da oben ist nichts. Wow. Wow. Keiner von euch wusste was davon? Definitiv nicht. Was zur Hölle ist das alles? Schaut mal her. Das ist Seths Handschrift. Wer ist das? Codename Blackbird? Pariser Katakomben? Das ist es. Ein Hinweis. Er ist in Paris. Weißt du, auch wenn wir was sagen, wird keiner was tun. Na gut, dann liegt's wohl an uns. Nun denn, wie spät ist es? Es ist Zeit, dass Arthur und Kenneth die Sache in die Hand nehmen. Scheiße, ja! Ihr seid seltsam. Abby, du hast versprochen. Was zum Teufel machst du da? Wir holen uns nur ein paar Burger, Mama. Abby, komm sofort zurück. Verdammt. Ich kann dich nicht verstehen. Abby! Ich will euch was zeigen. Wir haben keine Ahnung, was die erwartet, ey. Gebaut. Alle Regimegeneräle tragen die. Ihr werdet sie also brauchen. Heilige Scheiße. Du bist echt die beste, Abby. Ich habe nur eins von Seths Projekten beendet. Es war sein letzter Wunsch. Im Laderaum ist noch mehr Zeug, an dem ich arbeite. Kein Wunder, dass Grace dich in ihrem Forschungsteam haben will. Vielleicht schickt sie dich eher in den Jugendknast. War ziemlich wütend, dass du sie bestohlen hast. Glaubst du, es interessiert sie, was ihre Mutter denkt? Ist mir egal, was andere denken. Neu-Paris, Nazi-kontrolliertes Europa. Blackbird? Und wer mögt ihr wohl sein? Neu-Paris, Flussufer, April 1980, Gegenwart. Ich will diese Scheiße nicht nochmal machen. Alles oder nichts, Schwester. Genau wie Papa es uns beigebracht hat.